A long time ago, we planted seeds here. Cultivated them with love our own, all summer long. Now the colors fade, and leaves shroud the land we loved. And we prepare for the longest, toughest winter for our lives. However, in all my years, there is one thing I know to be true. Love does not die. If you listen and learn, love the land in your own way. Just as we did before you. Spring will bloom time and time again. Plant your hope here, and it will be felt forever. Kamui-betsu is our forest for the future. Help us make shade for a summer long after we have left. Hallo Leute, hier ist der Gamer Bauch. Willkommen zum DLC-Check für Call of the Wild, The Angler. Ja, und zwar geht es heute um das Japan Reserve, welches am 29. Oktober erschien. Für 9,75 Euro bekommen wir ein neues großes Areal für The Angler. Und ja, in diesem Video stelle ich euch ein bisschen diese wunderschöne Karte eigentlich vor. Abgesehen natürlich mit den Negativen, die bei The Angler immer noch vorhanden sind. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Geworben wird bei dieser Karte, wo wir nach Hokkaido reisen. Genauer gesagt in den Nationalpark von Kamibetsu. Dort treffen wir auf zwei wichtige Personen der Storyline. Beide betreiben halt ja einen Laden und ja, die Region ja, ist ein bisschen gebeutelt davon, dass ja, die Eisenbahn eingestellt wurde und es grundsätzlich eigentlich nicht mehr viel für Touristen zu sehen gibt. Wir als der Angler betitelt werden in der neuen Story-Mission mit diversen Herausforderungen konfrontiert. Und ja, ich habe auch ein bisschen gespielt gehabt, ein bisschen die Karte aufgedeckt. Wir sind im Hintergrund so ein bisschen Gameplay aus den vielen Stunden, die ich gemacht habe. Ich durfte auch vor dem 29. schon die Karte anspielen. Ich muss ehrlich sagen, super schön, aber jetzt kommt schon mal die erste Klatsche. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr im Archiv guckt, mein Vorstellungsvideo damals zu The Angler war recht negativ ausgefallen. Genauso wie ja das Special mit dem Floki, wo ich ja zusammen auf Angelreisen gegangen bin. War ja auch recht negativ. Ich muss aber ehrlich sagen, nach dieser langen Zeit, ich glaube 2 Jahre sind es bald, wo ich das Spiel eigentlich gar nicht mehr angefasst habe, muss ich gestehen, gefällt es mir mittlerweile umso besser. Ja, es gibt allerdings noch einen großen Negativpart, den ich bis heute nicht verstehe, weil The Hunter stammt ja aus derselben Feder von den Avalanche Studios. Entsprechend, ne, The Hunter, Call of the Wild, die Jagdsimulation. Und da sieht die Spielwelt deutlich besser aus. Gerade die Bäume sehen echt extrem gut aus. Hier sieht das Wasser ganz gut aus und die Büsche und so weiter, aber die Fernsicht. Das ist das Einzige, was mich noch mega stört und ihr seht es im Hintergrund auch. Es stört ein bisschen, wenn man halt an bestimmten Punkten ist, wo man schön in die Weitsicht gucken kann, wo man eigentlich die Umgebung genießen möchte. Nochmal zum Zusammenfassen, The Call of the Wild Angler will nicht nur eine reine Angelsimulation sein, sondern sie möchte auch ein bisschen Abenteuer bereiten, sich mehr mit der Umgebung befassen, sie das Reisen, das Wandern so ein bisschen untermalen. Man soll einfach die Gegend erkunden, Spaß haben an Entdeckungen verschiedenster Sehenswürdigkeiten. Auch diese Karte ist wieder voll mit schönen Sehenswürdigkeiten, vielen Informationen, Sammelobjekten. Und nebenher soll man dann einfach mal seine Angel in irgendeinen Teich reinwerfen. Also nicht die Angel, sondern, ne? je nachdem, welche Fishing-Art man nutzt, halt einfach den mal auswerfen und gucken, was da so anbeißt. Natürlich kann man das auch als Challenge nehmen und das ja so ein bisschen ausexperimentieren. Ja. Und so geht das dann vor ran in diesem Spiel.
Dann gucken wir uns mal einfach mal das Hauptmenü mal kurz an. So, nach dem ganzen Datenkram sind wir hier jetzt auf der Übersicht, der Kartenübersicht von The Angler. Golden Ridge Reserve ist ja das allererste gewesen. Das kam ja mit dem Release raus. Und danach gab es ja schon bereits drei DLCs. Norwegen, Spanien und Südafrika. Und das ist das, worum es heute geht. Hokkaido in Japan. Es gibt 19 Fischarten und 23 Missionen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn man jetzt diese Karten hier vergleicht, das ist übrigens auch der Grund, warum ich jetzt auf diesen Übersicht nochmal ein bisschen rumhänge. Hier gibt es überall deutlich mehr Missionsfortschritte oder Missionen, als es jetzt bei Hokkaido ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist auch ein bisschen schade, weil eigentlich möchte man ja viel erleben. Und für 9,75 € kann man eigentlich auch ein bisschen mehr erwarten. Ja, 68, 81, 64 und selbst die Basis, ne, hat 75 Missionen und dann haben wir hier nur 23. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Das ist auch schon das erste Negativ an diesem DLC. So, die Karte. Ich habe es bereits schon gesagt. Ansprechpartner sind dort Hiroshi Takahashi. Poststellenarbeiter. Der ist aber auch im Laden mit der Sachiko, ne, Poststellenarbeiterin und Angelladenbesitzerin. Die beiden führen ständig immer einen Dialog in dem Laden. Das übrigens haben sie auch mega gut hinbekommen. Die Dialoge klingen schon sehr lustig. Er fragt was, sie versteht das falsch und er fragt wieder zurück. Dieser Dialog, der ist denen wirklich gut gelungen. Sollten 19 Arten sein. Betitelt wird das übrigens mit ikonische oder ja, ikonische und einzigartige Fische. Wenn ich aber richtig liege, sind mindestens zwei davon bereits auf den anderen Karten schon mal vorhanden. Also sprechen wir roundabout 15, 16 neue Fische, die hinzugekommen sind. Wir wollen ja ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ja, das ist meine kleine spezielle Übersicht, was ich bereits schon gemacht habe. Der Keta-Lachs mit 3 Kilo. Der war schon wirklich ein Brecher. Ja, und dann gibt es jetzt noch ein Video zu dem Reservoir. Das könnt ihr euch dann... Vielleicht habt ihr es auch am Anfang angesehen. Ich weiß nicht, ob ich am Anfang noch mit einspielen werde. Wenn nicht, ganz zum Schluss zeige ich euch das definitiv nochmal als Anhang. Gut, da gehen wir mal ins Spiel und gucken noch ein bisschen da drin rum. So, willkommen an unserer Startstelle. Hier beginnt das Abenteuer. An dieser alten Poststelle. Und, ja. Was soll man sagen? Sieht eigentlich grundsätzlich schön aus. Hier können wir unser Auto rufen. Man sieht hier auch gleich schon die Karte, wo die ganzen Autorents sind, wo man sich sein Auto denn holen kann. Ich gehe jetzt nicht weiter groß auf die Auto und Boote ein, die man ja hier nutzen kann. Dafür ist die Spielvorstellung ja da. Oh, hallo. Looks like you're doing some gachi fishing. Gachi? What are you saying? It is a new slang. I heard it from my grandson. It sounds terrible. Do not use it again. Yep. I think I like it. Die Dialoge, wie gesagt, ganz cool. Ja, Shop. Wir wissen, wie das aussieht. Es gibt natürlich auch hier wieder lokale Souvenirs. Na, da springen wir mal ein bisschen schnell drüber. Das sind ganz coole Angeln im so ein bisschen Japan-Style. Die könnt ihr halt gegen Ansehen eintauschen, wenn ihr die entsprechenden Missionen erfüllt. Jo. Die haben hier einen schönen Garten, dahinter einen schönen Teich. Lohnt sich übrigens nicht, da eine Angel reinzuschmeißen, da ist nämlich kein Fisch drin. Schön aussehen tut es aber trotzdem allemal hier. Hier sind auch überall, ihr seht schon, Glühwürmchen.
Stimmig ist es auf jeden Fall. Allerdings hätte ich mir an vielen Stellen vielleicht auch nochmal Kirschbäume gewünscht. So, die schön mit Kirschbaumblüten behangen sind. Gucken wir mal in das Handbuch und schauen uns mal die Tiere direkt an. Ich habe sie ja aufgelistet. Hier haben wir so nochmal japanische Aal. Dann haben wir hier die japanische Süßwasserkrabbe. Den japanischen Huhn, den hatte ich noch nicht. Den Argus-Schlangkopffisch. Dann japanischer Hasel. Auch cool. Ostasiatischer Schlammpelzger. Hat ja schon. Ja, Teichsind. Dann den Aju. Sieht auch schön aus. Dann haben wir einen Amurwels. Hier kommt der Keterlachs. 3,08 Kilo. Richtig heftiges Tier. Koi, sowieso. Übrigens, es gibt tatsächlich zwei Punkte, die werde ich nicht verraten. Ihr müsst das ja auch selber so rausfinden, wo man was findet. Es gibt auf jeden Fall zwei große Teiche, wo ihr ständig Kois rausholt. Wie ein Hammerkranker. Das gibt's gar nicht. Egal ob mit Brot oder so. Und ich habe jetzt weitaus keine große Ausrüstung, aber ich habe immer einen Koi rausgeholt. Das ging super. Dolly Wadenforelle. Super schönes Tier. Muss man ehrlich sagen. Japan-Saibling. Dann haben wir einen Magoi. Dann haben wir hier noch einen Rotlachs. Wir haben einen Bach-Saibling. Wir haben eine Regenbogenforelle. Ist ja auch bekannt schon. Ja, und einen Mosambik-Buntbarsch. Und noch keinen legendären Fisch. Das kommt noch dazu. Die anderen Karten haben noch legendäre Fische. Also so ganz seltene, die hat die Karte auch leider nicht, muss ich ja dazu noch sagen. Ja, da gibt es Sammelobjekte wie diverse Notizen, Gemälde, die an allen Objekten hängen können, wo ihr langlauft und natürlich Essen. Ja, ihr könnt einmal so ein Essen angucken und mit Tabulator kann man sich auch die Details reinholen. Viele Sammelsachen. Es sind viele ja, Sammelsachen, die ihr findet, einfach so, wenn ihr mal rumlauft, auf dem Steg lauft oder verschiedene Sehenswürdigkeiten besucht, dann findet ihr halt diese, ja, diese tollen Sachen. Herausforderung, ja gut, das müssen wir nicht angucken, das sind die täglichen Herausforderungen. Das ist klar, Wettkämpfe gibt es ja auch noch nicht. Tagebuch. Storymäßig habe ich jetzt noch nicht allzu viel gespielt. Ich habe mich eher darauf konzentriert, so ein bisschen die Karte aufzudecken und zu gucken, wo ich welche Fische kriegen kann, weil ein bisschen Geld muss ich auch noch machen. Ich bin, ihr seht, Level 17, also auch noch nicht allzu weit mit dem Spiel. Erkunde die Feuchtgebiete, indem du der alten Eisenbahn folgst. Ja. Und dann gibt es hier noch Hokkaido Forever, Fotos von verschiedenen Bereichen machen. Das sind dann so die Hauptziele, Ausrüstungsherausforderungen, das sollte aber schon bekannt sein, das gab es ja vorher schon. Direkte Ziele, da auch dafür gibt es dann entsprechend Ansehen und ja, bei speziellen Fängen auch hier oben diese Belohnungen. Ja. Reservoir. Es gibt insgesamt 50 Sehenswürdigkeiten und 19 Herausforderungsmissionen, die abgeschlossen werden können. Herausforderungsmissionen, das war das, was ich euch gerade sagte, mit den Nebenquests. Ja, das ist der Umfang der Karte. Wir gucken uns jetzt... das sieht ja schön aus. Wir gucken uns jetzt mal die Karte an. So, das ist die Karte. Das ist unsere Spielwelt. Ich habe mal der Fairness halber euch die ganzen Punkte, die ich aufgedeckt habe, mal über einen Filter ausgeschaltet. Ja.
damit ihr nicht jetzt unbedingt gespoilert werdet ohne Ende. Manche wollen ja gerne auch selber herausfinden, ja, was man so alles findet. Also fast alles, was ihr hier seht, könnt ihr anfahren. Die Grenze liegt so etwa hier und hier in dem Bereich ganz weit außen. Hier oben kann man lang gehen sogar. Man kann auch hier lang gehen. Hier ist ein schöner Wanderweg. Hier hinten sind die drei Vulkangeschwister, nennen sie die. Ja, das sind also Vulkanspitzen. Hier ist auch ein Teich, wo man angeln kann. Das sind aber heiße Quellen. Sehr schöner Effekt dabei. Hier ein mega guter Teich. Kleiner allgemeiner Tipp. Ihr seht ja auch, wie Tiefe der hat. Hier auch eine schöne Aussicht. Ebenfalls, das ist alles bergiges Land hier oben. Und hier unten kommen wir dann in diese Feuchtgebiete, wo ihr dann halt, ja, ihr seht recht seichtes Wasser und viele Flussläufe. Ist auch wichtig für diverse Fischarten. Ihr wisst, nicht alle Fische findet ihr überall. Ihr müsst halt tatsächlich auch ein bisschen springen. Ne, ganz in der Nähe von meinem aktuellen Standort hier. Da gibt es einen super Standort, um diese japanischen Süßwasserkrebse, Krabben zu fangen. Ich verrate jetzt nicht allzu viel davon. Ich sage nur, das ist halt so ein bisschen weiter westlich von meinem Standort. Da kann man mega gut die kleinen Tierchen rausziehen und auch eine ganz gute Wertung kriegen. Ja, ansonsten, was ihr hier so seht, die entsprechenden Stellen sind natürlich Stege. Da erzähle ich ja nichts Neues. Aber was ihr sonst so finden könnt, das müsst ihr leider selber rausfinden. Es ist auf jeden Fall eine sehr große Karte. Man braucht wirklich ein bisschen, also zu Fuß sowieso deutlich länger mit dem Auto. Ach, das ist schon eine Strecke. Also wenn ich jetzt hier von dem Spawn zu, sagen wir mal, Luftlinie hinten setze, den Wegpunkt, dann wird unser Wegpunkt liegt bei 5,6 Kilometer. Das ist schon eine interessante Weite. Na, rein theoretisch, wenn wir mal hier jetzt hinten hingehen. Da hinten seht ihr die drei Vulkane, ne? Beziehungsweise die drei Vulkangeschwister. Links, Mitte und dann rechts sind großen. Und auch den Berg dort könnt ihr besteigen. Das ist der höchste Berg, wo ich gesagt habe, super Aussicht. Auch den könnt ihr besteigen. Wie bereits erwähnt, wir sind hier in der feuchten unteren Ebene. Es gibt Aussichtspunkte wieder hinten. Ja, und ja, das, was ich dem Spiel am Eingangs so ein bisschen ankreide, ist halt dieser komische Effekt da hinten, dass die Bäume so merkwürdig aussehen in der Ferne. Das war aber bereits damals schon bei der Spielvorstellung so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Bei The Hunter ist es auf jeden Fall nicht. Ich verstehe heute sowieso immer noch nicht, warum man nicht dieselbe Engine wie bei The Hunter genommen hat. Wenigstens hat man das Wasser verbessert, weshalb die Wassereffekte auch deutlich besser aussehen. Die Gebäude sehen schön aus, auch die Sachen, die man sonst so finden kann, abseits. Manchmal findet man auch so Ecken, wo man sagt, wow, das sieht hier schön aus. Hier auch zum Beispiel schöner Wasserlauf, da hinten geht der Mond auf. Hört ihr die Effekte im Hintergrund? Das ist schön. Natürlich gibt es auch Fischarten, die nur nachts da vorhanden sind. Also auch da kann man was machen. Ja, im Grunde war es das eigentlich schon mit der Vorstellung, weil viel mehr kann ich euch leider nicht präsentieren. Ich würde sonst nämlich zu viel spoilern, was das angeht. Und eingangs habt ihr schon ein bisschen Gameplay-Material gesehen von dem Spiel. Ich kann auch nur eins noch sagen, dass ich mit dieser Ausrüstung eigentlich arbeite momentan. Also als Level 17 habe ich durch das Halloween-Event diese coole Route gekriegt. Ne, zusätzlich habe ich noch den Feeder dabei. Das ist auch Halloween-Event. Die Sachen sind mega gut. Also tatsächlich für Stufe ab 15, 16 kann man damit gut arbeiten. Und man kriegt hier auch ganz gut die Tiere raus eigentlich. Bei Feeder, ja, da gibt es auch Missionen mit der Grundfischmontage. Sollte man mal gemacht haben, ist auch eine ganz coole Sache.
wie sich das Ganze verhält. Ihr seht aber, ich bin bei den kleinen Haken noch, weil halt die Schnur 2,5 Kilo Stärke. Ab darüber hinaus wird es schon ein bisschen schwieriger, die großen Brocken ranzukriegen. Aber somit könnt ihr auch sehen, dass Leute mit einer niedrigen Stufe auch Spaß haben können. Also ich habe auf jeden Fall auf diesem Reserve mega viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht eingangs, als ich gefragt wurde, ob ich denn diese Karte mal ausprobieren möchte für The Angler. Ja, gefällt mir mega. Vielleicht an ein, zwei Ecken fehlen mir doch ein bisschen mehr Traditionsgebäude und Traditionsecken. Es ist ein bisschen zu wenig, finde ich. An manchen, also es ist schon viel auf der Karte vorhanden. Ja. Aber warum hätte man hier nicht irgendwas Schönes hinbauen können? Oder hier? Hier ist alles verschenkter Platz. Natürlich sollte man nicht alles vollstellen, aber wenn man hier so einen Weg reingemacht hätte, mit irgendwas Besonderem, was ja typisch japanisch ist und auch in diese Gegend reinsetzt, dann wäre es ganz cool gewesen. Es wechselt sich momentan leider aber auch ab, dass man halt so ein paar besondere Stellen findet, dann mal ein besonderes Gebäude. Es ist aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, wow, das ist ja, boah, die Entdeckung, sondern es ist so, ja, gut, schönes Haus. Ja. Sagen wir mal so, 9,75 Euro ist schon, naja, so ein bisschen über dem Daumen nach oben, würde ich sagen. Mein Daumen liegt so in der Mitte. Also wenn man es als Ampel beschreiben würde, würde ich sagen, der Titel, also die Karte kriegt vom Preis-Leistung her eine gelbe Wertung. Es geht besser, es geht definitiv besser. Für mich ist das Verhältnis Karte und Besonderheiten ein bisschen zu niedrig, also zu wenig. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, Avalanche Studios haben sich auf die Fahne geschrieben, mit The Angler nicht ein stupides Angelspiel zu haben, wie zum Beispiel Ultimate Fishing Simulator, wo man sich einfach nur in eine etwas kleinere oder sehr kleinere Region aufhält und da wirklich Sport fischt, sondern hier soll man ja auch ein bisschen Abenteuer haben. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, gerade hier zum Beispiel hier sind auch die Wanderwege nicht mehr eingezeichnet. Man sucht sich hier also rein theoretisch selber den Weg in diesem Bereich. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, hier habe ich auch schon Spaß gehabt, aber ich hätte vielleicht gehofft gehabt, wie bei The Hunter, vielleicht auch so ein paar besondere Sammelobjekte zu finden. Na, man findet hier was, ja, aber es ist mir eindeutig wirklich zu wenig. Wie gesagt, mittlere Wertung, Daumen so mittig. Nicht nach oben, nicht nach unten. Es ist nicht schlecht, aber es ist halt Mitte. Das bietet zwar auch viel zum Angeln, ein bisschen nebenher, aber wie gesagt, ihr seht, hier ist versteckter Platz. Hier und hier, hier, ne? Und vor allen Dingen auch hier abseits der Wege. Da hätte man vielleicht noch was Besseres bauen können. Also, das Japan Reserve mit Hokkaido als Spielwelt ist Mittelmaß bis gut. Kann man machen, wenn es vielleicht ein bisschen günstiger ist, wird man den besten Schnapper machen des Tages. 9,95 Euro ist, oder 9,75 Euro ist jetzt so ein bisschen, naja, ein bisschen zu hoch gegriffen. Also, nicht extrem hoch gegriffen, aber es ist schon, ja, also man hätte es auch vielleicht billiger geben können, muss ich ehrlich sagen. Schön sieht es allerdings aus und die Fischarten machen auch Spaß, wobei ich dabei auch sagen muss, zwei, drei Fischarten sind auf den anderen Karten auch dabei schon. Trübt das ein bisschen, vor allem, weil man dann so schreibt, 19 ikonische Fischarten und dann ist es dann doch letztendlich nur 16 oder 15 vielleicht, wenn es hochkommt. Ich habe die anderen Reserve noch nicht direkt gespielt, nur mal kurz reinguckt und ja, das ist es also. Herzlichen Dank für euer Interesse. Schreibt gerne Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr noch irgendwas wünscht. Sonst freue ich mich über Like, über Abonnenten, wenn ihr Bock habt. Ja, schreibt doch einfach mal oder guckt mal in den Community-Part bei mir im Kanal. Da hatte ich mal gefragt, was für Inhalte ihr gerne sehen möchtet. Also, ja, schaut einfach mal rein. Herzlichen Dank für euer Interesse. Ich bin der Gamer, auch das war das Japan Reserve für Call of the Wild, The Angler. Bis bald. Bye, bye.